Hi, Tom Eder hier vom Golden Future Blog. Persönliche Effektivität und konservativer Vermögensaufbau für Privatanleger. Heute geht es um eine theoretische Unternehmensbewertung anhand des Beispiels von Toms Eisdiele. Dieser Beitrag richtet sich primär an aggressive Investoren. Wenn Sie lieber ein defensiver Investor sein möchten, lesen Sie lieber diesen Beitrag. Fragen und Antworten zu ETFs, den Sie auf meinem Blog finden. Wir stellen uns vor, dass die beste Eisdiele Ihres Dorfes zum Verkauf steht. Wie viel ist das Unternehmen wert, wenn der Jahresumsatz bei 110 Euro liegt? Der Besitzer Tom hat viele reguläre Kunden und dem Unternehmen geht es nicht schlecht. Tom arbeitet schon eine Weile nicht mehr selbst dort, sondern lässt alles von seinen Angestellten erledigen. Dennoch hat Tom andere Pläne und möchte die Eisdiele verkaufen, um ein anderes Geschäft zu eröffnen. Sie haben gerade etwas Geld übrig und möchten diese Eisdiele kaufen. Wie viel wären Sie bereit zu zahlen? Tom legt Ihnen seine letzten Steuererklärungen vor und schreibt Ihnen auf einem Handzettel die wichtigsten Zahlen aus den Jahren 2017 bis 2019 zusammen. Diese sehen Sie nun im Videobild. Wie Sie sehen, steigt der Umsatz seit 2017 jedes Jahr um gut 10% an. Die laufenden Kosten steigen aber ebenfalls um etwa diesen Betrag an. Das Nettoergebnis nach Abzug aller Kosten in diesen Jahren waren im Jahr 2017 29.400, im Jahr 2018 34.200, im Jahr 2019 38.700 Euro. Die stille Beteiligung des Hubert Meyer von 10% will heißen, dass der Herr Hubert Meyer vor einigen Jahren einen Anteil von 10% der Eisdiele erworben hat und diese auch nach dem Verkauf behalten wird. Sie erwerben nur 90% der Eisdiele und müssen stets 10% ihrer Nettogewinne an ihn auszahlen. Wie würden Sie nun vorgehen? Zunächst einmal sollten Sie sich die Entwicklung der Zahlen in den letzten Jahren ansehen. Wenn der Umsatz und Gewinn seit Jahren schwächer werden, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen. Sie möchten schließlich ein Unternehmen kaufen, das langfristig profitabel ist. In unserem Beispiel steigen beide Werte und das ist ein gutes Zeichen. Daher machen wir weiter mit dem nächsten Schritt. Nun sehen wir uns ein wenig im Dorf um. Gibt es andere sehr beliebte Eisdielen in der Nähe? Wächst oder schrumpft die Bevölkerung, vor allem die junge Generation dieses Dorfes? Ist die Eisdiele wirklich so beliebt, wie Thomas behauptet? Schließlich wollen wir die beste Eisdiele kaufen, die einen Marktvorteil gegenüber den anderen hat. Offenbar ist dem so, also können wir auch hier zum nächsten Schritt übergehen. Widmen wir uns nun den Zahlen. Zunächst einmal bilden wir den sogenannten inneren Wert. Das ist eine Abwandlung des Buchwertes. Vereinfacht gesagt ist das der Wert, den das Unternehmen hätte, wenn Tom morgen Insolvenz anmelden würde. Hierbei werden immaterielle Werte wie Patente, Lizenzen, der Markenname und so weiter nicht berücksichtigt. Für das Jahr 2019 ergäbe sich Ausstattung plus Möblierung 52.000 Euro plus Vorräte 2.500 Euro plus Barmittel 3.000 Euro minus offene Kredite 12.000 Euro plus Stammkapital der GmbH 25.000 Euro ergibt die Summe 70.500 Euro. Hiervon ziehen wir nun 10% ab, da diese dem stillen Teilhaber Hubert Meyer gehören. 70.500 mal 90% ergibt 63.450 Euro. Anschließend sehen wir uns den operativen Nettogewinn an. Hierunter verstehe ich alles, was das Unternehmen jetzt und in der Zukunft an Erträgen abwirft, inklusive Abschreibungen, abzüglich aller Steuern und Auszahlungen an Dritte. Bei Abschreibungen scheiden sich die Geister etwas, da diese keine tatsächlichen Ausgaben sind, die man auf seinem Kontoauszug sehen kann. Sprich, es gibt keinen Cashflow, aber ich würde sie trotzdem berücksichtigen. Wenn die Eismaschine und das Mobiliar sich mit der Zeit abnutzen, dann muss ich irgendwann neue Ausstattung kaufen und sie instand setzen lassen. Das kann ich bei finanziellen Engpässen zwar ein paar Jahre aufschieben, aber irgendwann muss ich es tun und das Geld sollte ich mir über die Jahre genau dafür zurückgelegt haben. In diesem einfachen Beispiel ist der operative Nettogewinn recht klar ersichtlich. Für 2019 beträgt er 38.700 Euro. In komplexeren Bilanzen von größeren Unternehmen
sind im Nettoergebnis oft einmalige Finanztransaktionen enthalten. Zum Beispiel, wenn Tom jahrelang einen Waffelstand betrieben hätte und ihn 2019 für 5.000 Euro verkauft hätte. Diese Erträge sind meiner Meinung nach nicht in den operativen Nettogewinn einzurechnen, sondern zu den Vermögenswerten zu zählen. Das liegt daran, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass sich diese Einnahmen nächstes und übernächstes Jahr noch einmal wiederholen werden. Ich pflege bei meinen Analysen immer den durchschnittlichen operativen Nettogewinn der letzten 5 Jahre zu bilden, aber begnügen wir uns hier mit den letzten 3 Jahren. Gewinn 2017 29.400 Euro plus Gewinn 2018 34.200 plus Gewinn 2019 38.700 summiert, geteilt durch 3 Jahre, ergibt 34.100 Euro. Hintergrund, dass ich den Durchschnitt bilde, ist, dass niemand weiß, was die nächsten Jahre passieren wird. Und man sich niemals darauf verlassen kann, dass Toms Gewinne weiterhin so schnell wachsen wie in den letzten Jahren. Stellen wir uns zum Beispiel vor, dass 2020 etwas Fürchterliches passiert, das den Umsatz für ein paar Jahre auf Null setzt und den Gewinn der Eisdiele einbrechen lässt. Daher nehme ich immer konstant durchschnittliche operative Nettogewinne an und freue mich, wenn ich durch steigende Gewinne positiv überrascht werde. Ich persönlich bewerte meine Investments mit einem Anlagehorizont von 20 Jahren und multipliziere diesen durchschnittlichen Gewinn mit dem Faktor 20, um die langfristige Profitabilität des Unternehmens zu quantifizieren. Daraus folgt, 34.100 mal 20 Jahre sind 682.000 Euro. Der Gesamtwert des Unternehmens ergibt sich aus innerer Wert 70.500 Euro plus Profitabilitätswert 682.000 Euro ergibt 752.000 Euro. Die stille Beteiligung haben wir dabei bereits berücksichtigt. Wenn Sie es schaffen, die Eisdiele zu einem günstigeren Preis als diesem zu erwerben, haben Sie meiner Meinung nach einen guten Deal gemacht. Die Kunst des Value Investors oder aggressiven Investors ist es, für einen Dollar aus dieser Bewertung stets nur 50 Cent oder weniger zu zahlen. Damit haben Sie eine Marge der Sicherheit oder Margin of Safety, welche zur Grundstrategie des Warren Buffett gehört. Mehr als diesen Preis sollten Sie niemals auf den Tisch legen. Ein aggressiver Investor versucht daher stets, Anteile an hervorragenden Unternehmen mit einer guten langfristigen Profitabilität möglichst günstig zu kaufen und langfristig zu halten. Vielleicht fragen Sie sich immer noch, was ich mit dieser Beispielrechnung konkret ausdrücken möchte. Die Mehrheit unter Ihnen besitzt doch Aktien, oder? Was genau ist eine Aktie, wenn nicht ein sehr kleiner Unternehmen an einem Unternehmen wie Toms Eisdiele? Im Fall einer Aktie kaufen Sie selten die ganze Eisdiele, sondern nur einen sehr kleinen Anteil. Trotzdem betrachtet der aggressive Investor die einzelne Aktie genauso, als würde er gerade das ganze Unternehmen erwerben. Warum sollten Sie auch nur einen einzigen Anteil an einem Unternehmen haben wollen, das Sie nicht kaufen würden, wenn Sie gerade genug Kapital hätten, das gesamte Unternehmen zu erwerben? In meinem Buch Dream of a Golden Future – Gutes Investment ist langweilig habe ich im letzten Kapitel einige reale Beispiele von Aktienanalysen nach diesem Muster an realen Unternehmen beschrieben. Egal, ob Sie nun eine Eisdiele oder einen kleinen Anteil an einer Maschinenfabrik kaufen möchten, die Grundsätze des Value Investing bleiben immer die gleichen. Denken Sie auch hier daran, dass es besser ist, die beste Eisdiele im Dorf zu einem guten Preis zu kaufen, als die drittbeste zu einem Spottpreis. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf YouTube unten rechts auf den roten Abonnieren-Button oder abonnieren Sie den Golden Future Blog auf Facebook. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.